Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Forever Standard hier auf meinem Kanal. So, alles eingesammelt, Rüstung wie angezogen. Das ist keine Rüstung, da ist Rüstung und da ist Rüstung. Danke sehr. Gut, hier das läuft zumindest einigermaßen. Ist es natürlich nicht perfekt, wie es hier läuft, aber wir kriegen zumindest Smaragde rein, Diamanten rein und können so langsam, aber sicher die Kulköl bauen, ne? Die wir definitiv brauchen. Kulköl, ne? Brauchen wir einen Diamant. Wir brauchen Obsidian, Feuerstein, Eisengitter und Goldbarren. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Brauchen wir 6 Obsidian, ne? Alter Falter. Da müssen wir richtig ackern jetzt, dass wir da was hinkriegen. Okay. Dann packen wir hier rein. Egal. Dann packen wir da rein, ne? So, zerbrochenes Eisenerz. Von mir aus können wir gebrauchen. Hauen wir rein. In den Ofen. Wir müssen jetzt einiges brennen hier. Wichtig wäre es jetzt im Prinzip einen Trichter zu bekommen, damit wir möglichst viel brennen können und ohne Probleme, ne? Aber okay. Kommt alles nach und nach. Kommt alles nach und nach, Leute, ne? Wir können nicht alles auf einmal machen. Trichter wäre jetzt nice schon mal für den Lava-Generator. Für den Kessel, dass wir da zumindest die ganze Zeit ohne Unterbrechung Stein reinbekommen. Das wäre die erste Maßnahme, die ich machen würde jetzt. Ein Trichter für da, ne? Das würde ich jetzt auch direkt mal machen. Dass wir da nicht noch irgendwelche Probleme kriegen, ne? So, dann hauen wir noch mal Holz rein für Holzkohle. Ich baue einen Trichter. Wir brauchen jetzt viel Lava. Wirklich viel Lava. Und so kann der Trichter immer wieder nachfüllen und wir bekommen die ganze Zeit neue Lava rein. Das ist das Schöne. Hat wieder einen Stein nachgelegt. Perfekt. Läuft. So, wie sieht es hier aus? Können wir irgendwas machen? Wir sammeln mal alles ein. Wir hauen die Smaragde mal unten rein. Die Diamanten haben wir dann daneben. Dann haben wir hier Apatit und Lapis Lazuli und Kohle bzw. Feuerstein. Haben wir auch mit dazu, klar. So, was können wir jetzt noch machen? Aluminiumerz können wir brennen. Wir können hier zerbrochenes Eisenerz brennen. Wir können Nickelerz brennen. Bleierz. Zinnerz, Golderz und Kupfererz können wir brennen. Das ist eine ganze Menge, was wir brennen können jetzt. Müssen wir noch einiges machen, Leute. Ganz wichtig. Vor allem so viel, wie wir jetzt brennen müssen, das ist richtig heftig. Aber okay. Geht halt nicht anders, ne? Bleierzsand, Oranstaub, Kupfererzsand. So, hier kann er jetzt erstmal schmelzen. Kupferbarren und
Ne, Kupferbahn hatten wir nur, ne? Anscheinend. Haben wir Kupferbahn hier? Hier haben wir Kupferbahn auf der 3, da. Kupferbahn auf der 3. Weitere Kupferbahn nochmal. Die Flamme tanzt schon wieder. Wir brauchen jetzt jede Menge Obsidian, jede Menge Lava für den Stirling-Generator. Das ist schon nicht ohne, was wir jetzt brauchen. Vor allem die Leistung, die ist nicht gerade sehr, sehr gut. Ne? Die ist nicht wirklich gut. Aber gut, kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Zerbrochenes Eisenerz. Können wir direkt auch wieder schmelzen, theoretisch. Zinnerz können wir reinpacken. Zerbrochenes Eisenerz nochmal. Bleierz können wir wieder zusammenpacken. Kupferbahn können wir reinpacken. Jetzt ist das auch schon wieder weg. Was machen wir? Eisenerzkies. Holzkohle haben wir gerade keine mehr. Egal. Zinnbarren haben wir noch. Wo haben wir Zinn? Zinn haben wir auf der 4, okay. Wir sterben jetzt eh wieder. Wegen Überhitzung? Natürlich. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Kies, Eisen, Erz. Ich hätte gerne noch 3 Trichter. 3 Trichter hier für den Ofen. Einmal, dass wir das aus dem Ofen rausfahren können. Einmal in den Ofen rein und einmal die Kohle in den Ofen fahren können. Ne? Das heißt, wir bräuchten 3 Trichter zusätzlich nochmal. Was eigentlich gar nicht mal so verkehrt wäre. Dafür brauchen wir aber auch Eisenerz. Haben wir die Möglichkeit hier noch einen Kessel? Wir haben noch einen Kessel gehabt, ne? Wir haben, glaube ich, noch irgendwo einen Kessel gehabt, oder? Oder bin ich jetzt doof? Ich meine, wir hätten noch Kessel gehabt. Kessel. Sehr gut. Haben wir eine Spitzhacke? Spitzhacke müssen wir auch noch haben irgendwo, ne? Schwert, Schaufel, ja, aber Spitzhacke, nö. Spitzhacke da, ja auch nicht, ne. Wo ist die Spitzhacke hin? Oder bin ich jetzt blind? Kann sein, dass ich blind bin, wahrscheinlich, ne. Bin ich so blind jetzt? Nee, ne. Ich bin hier so blind, echt. Wir hatten noch eine Spitzhacke gehabt, oder? Oder hatten wir noch keine Spitzhacke gehabt? Da bin ich mir jetzt unsicher. Die Spitzhacke brauchten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Da hatten wir noch keine Spitzhacke gehabt, Leute. Okay, na gut. Dann müssen wir noch eine Spitzhacke bauen, ne? Okay, dann bauen wir noch eine Spitzhacke, kein Problem. Holzkohle, zerbrochenes Zinnerz, Aluminiumerz. Dann brauchen wir definitiv noch eine Spitzhacke, Leute, ja. Ja gut, dann bauen wir noch eine Spitzhacke, kein Problem. Was brauchen wir für die leeren Schablonen? Leere Schablone.
Hier brauchen wir zwei Stickies, zwei Bretter für. Kriegen wir hin. Dann brauchen wir noch eine Spitzhacke. Das und das, danke. Dann machen wir wieder Kaktus. Dann haben wir jetzt nämlich einen Spitzhacke rein. Spitzhacke. Achso, nee, dann müssen wir daran wieder. Genau. Dann das hier einmal und dann das hier einmal. Okay, perfekt. Dann brauchen wir die Spitzhacke hier. Haben wir die drei Teile dran. Dann haben wir eine Spitzhacke endlich auch, ne? Und die brauchen wir hier für hier hinten. Dann müssen wir jetzt das einmal nämlich drehen. Den Stirling-Generator müssen wir einmal mit hier dran packen. Und die Legierungsschmelze müssen wir hier hinpacken. So, dann brauchen wir noch mal am besten trotzdem noch zwei Kabel, um die noch mal trotzdem zu verbinden. Würde ich auf jeden Fall machen. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Danke sehr. So, nochmal Lava, nochmal, danke. Dann brauchen wir jetzt natürlich viel, viel Kies, weiteren Kies, ne? Kriegen wir alles hin. Ja, dafür bräuchten wir am besten auch noch einen Trichter. Oh, Leute, wir brauchen ja so viel Material, das ist heavy. Heavy ohne Ende. Haben wir den Hammer hier? Nee, ne? Habe ich den Hammer? Nee, den Hammer habe ich nicht im Inventar. Da bin ich mir sicher. Diamond Shard. Wir räumen jetzt nochmal ein bisschen auf, Leute. Diamond Shard, ne? Kommt da rein. Die Todesnachricht kommt weg. Das machen wir jetzt auch nochmal. Danke sehr. So, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt noch hier zwei Plätze frei. Hier haben wir alles voll. Da haben wir noch zwei Plätze frei. Die große Eichel haben wir, glaube ich, hier mit drin, oder? Ne, haben wir nicht mit drin. Okay, dann packen wir die wieder weg. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch. Wir haben hier noch, wir haben hier noch, wir haben hier noch. Große Eichel. Ich hatte noch einen Hammer gehabt. Wo ist der Hammer hin? Keine Ahnung. Kann jetzt sein, dass hier alles verschwindet, ne? Da ist er. Den brauchte ich. So, neuen Kies reinpacken und das ballert. Danke. So, jetzt brauchen wir natürlich viel, viel Obsidian, Leute. Zwei Trichter, viel Obsidian. Aber gut. Das wird alles nach und nach kommen. Wir müssen ein bisschen jetzt erstmal viel, viel schmelzen. Würde ich mal vorschlagen. Passt auf, ich hole mir einen Lava-Eimer.
Das macht sonst keinen großen Sinn, hier die ganze Zeit Holz zu verbrennen. Das ist doof. Ich hol mir jetzt einen Lava-Eimer dafür. So, Lava-Eimer, Aluminium-Erzkies, rein da. Einmal nehmen, können wir erstmal da packen. Dann hauen wir die nächsten Sachen rein. Das wird jetzt erstmal einiges schmelzen hier. Muss gemacht werden, Leute. Wir verbrauchen sonst so viel Platz hier. Aluminiumbarren. Haben wir die Aluminiumbarren eingelagert? Haben wir auf der 1, danke. Die Leitungen können rein. Wir haben hier noch die Möglichkeit, die Todesnachricht wegzuschmeißen. Dann haben wir hier nochmal Appetit. Habe ich gesehen, wir haben nochmal Feuerstein da. Wir haben ansonsten nichts mehr anderes da, ne? Baumklopfer kann weg, dann holen wir uns das Zinnerz nochmal, das Aluminiumerz, Kupfererz, Aluminiumerz, holen wir uns raus. Ja, so langsam kriegen wir es, glaube ich, hin. Dort noch eine ganze Weile, aber so langsam kriegen wir es hin. So, das nächste, Bleierz. Jetzt haben wir nochmal Goldbarren hier. Die sortieren wir ein. Die Todesnachricht kann wieder direkt weg. Die verbraucht nur unnötig Platz, was wir nicht brauchen. Dann hauen wir das nächste raus. Bleierz haben wir hier. Wir haben hier Industrial Hempseeds. Die Kohle kann rüber. Industrial Hempseeds. Haben wir die hier drin? Nee, hier auch nicht, ne? Nee. Das können wir schmelzen. Das kann weg erstmal. Dann kann erstmal die Spitzhacke weg. Die Axt kann weg. Der Kessel kann weg. Das kann weg, das kann weg. Kaktus kann erstmal weg. Nee, Kaktus kann hinten hin. Nächstes in den Ofen. Kaktus kann hier rein. Was haben wir noch? Hier Kupfererz haben wir noch. Das haben wir noch. Golderz können wir auch noch schmelzen. Wir haben so viel Zeug zum Schmelzen, das ist Wahnsinn. Hier hätten wir noch Kupfererz, was wir noch schmelzen können. Wir haben hier noch Zinnerz, was wir noch schmelzen können. Was haben wir noch hier? Aluminiumerz haben wir auch noch. Hier haben wir noch Bleierz. Zack, schmelzen, bitte, danke. Den Hammer brauchen wir wieder. Wo ist der Hammer? Hammer haben wir nicht im Inventar, ne? Doch, ne, hier. Danke. Direkt das nächste. Bruchstein, wo ist Bruchstein? Da. Sandsturm zieht auf, okay. Aber so wie es aussieht, an uns vorbei. Ja, so wie es aussieht, an uns vorbei. Okay. So, wir haben jetzt natürlich... Wie viel? 34. Ja, passt. Das nächste. Hier. Bleierzsand. Wir haben jetzt Kupferbarren da. Wir haben...
Was haben wir da? Bleibarren. Bleibarren ist auf der 3. Wir haben Goldbarren. Wir haben Eisenbarren. Eisenbarren haben wir noch gar nicht eingelagert. Die kommen dahin. Was haben wir noch? Wir haben Lapis Lazuli. Wir haben Feuerstein. Wir haben Kohle. Wir haben Golderz nochmal hier. Wir haben hier nochmal Silbererz möglich. Wir haben hier nochmal Kupfererz möglich. Das ist nochmal möglich. Und hier haben wir auch nochmal was möglich. So, Bleibarren. Bleibarren sind hier oben. Genau, die können eingelagert werden. Perfekt. So, das können wir machen. Das kann weg, das kann weg. Die Kohle kann eingelagert werden. Dann ist der Platz auch wieder frei. Das können wir wieder machen. Bleierz können wir machen. Zinnerz können wir machen. Aluminium sieht gerade gut aus. Da kriegen wir auch einiges von rein gerade. Ist nicht verkehrt. Zerstoßenes Siluriterz. Nickelerz geht auch nochmal was. Nickelerz. Wo ist es da? Geht auch nochmal jede Menge von rein. Nickelerz nochmal. Aluminiumerz. Das ja, haben wir nochmal jede Menge, ne? Da haben wir so viele Möglichkeiten noch. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. So, nächstes. Wir haben Aluminiumbarren. Aluminiumbarren auf der 1. Danke. Haben wir sonst noch irgendwelche Barren da gerade? Nee, ne? Das können wir aber wieder machen. Das können wir machen. Das können wir auch machen. So, dann haben wir doch einiges schon mal wieder geschafft. Dann haben wir einiges geschafft, was wir wieder hier nutzen können. So, Zinnbarren. Zinnbarren sind da. Perfekt. Läuft doch. Gut. In dem Sinne danke ich aber euch erstmal fürs Zuschauen. Die heutige Folge ist natürlich wieder vorbei. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich mega. Und wir sehen uns. Bis dahin erstmal Servus und Tschüss.